Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Soul Mask. Ich danke euch, ihr habt mir nämlich ganz fleißig in die Kommentare geschrieben, wo ich Lehm herbekomme. Und den werden wir uns heute holen. Wir müssen nämlich ja auch noch das mit der Falle irgendwie hinkriegen, dass wir uns den kleinen Truthahn fangen. Und dann gucken wir, was uns sonst noch in dem Part erwartet. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ja Leute, im letzten Part sind wir ja hier stehen geblieben bei unserer Falle, die zwar runtergegangen ist, aber nichts gefangen hat. Und wir müssen jetzt Lehm suchen. Jetzt lasst mich mal auf die Karte gucken. Ihr habt geschrieben, dass das immer in der Nähe von Seen ist. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass der nächste See, naja, entweder der oder der halt ist. Vielleicht gehen wir einfach mal dorthin. Setze ich mir mal kurz eine Markierung. Nehmen wir halt einfach mal die hier. Die setzen wir uns da hin. Machen sie pink und bestätigen. Dann weiß ich nämlich, wo ich hinlaufen muss. Ich denke, ich habe soweit eigentlich alles dabei. Hier habe ich auch noch genug Pilzsuppe. Die hauen wir mal dahin. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach auch schon langsam losdüsen. Jetzt ist es gerade auch erst 7 Uhr in der Früh. Das heißt, super Timing. Oh, wenn ich es aber gerade sehe, hier sind Eier. Die nehmen wir natürlich mit. Und dann haben wir eigentlich noch den ganzen Tag vor uns, um hier schön zu erkunden. Keine Nacht, die uns irgendwie dazwischen kommt. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da sonst noch so erwartet auf dem Weg dorthin. Was ist das da hinten? Was ist denn das? Ach Quatsch, ich wollte Q drücken. Ist das ein Tapir oder was ist das? Ach so, nein, das ist ein Truthahn. Okay, ja gut. Die sind unwichtig jetzt erst einmal. Wir brauchen Lehm. Ach, hier sind wieder diese Dornenbüsche. Da würde ich sagen, laufen wir einfach drum rum. Noch 360 Meter. Können wir nochmal scannen? Ne, nicht genug mit Maskenenergie. Was ist das hier? Ich glaube, nichts Besonderes. Bin mal gespannt, ob wir dann hoffentlich... Oh, da ist wieder so ein Wildhund. Excusez-moi, da war ein Wildhund. Den lassen wir natürlich nicht liegen. Und dann gucken wir weiter. Was ist da? Das sieht aus wie ein Schaf. Was für Schaf? Schwein. Also heute habe ich es aber auch. Können wir mal ein bisschen schneller gehen. Eber ist der richtige Begriff dafür. Der gibt uns wieder Bestienknochen, das ist auch nicht schlecht. Ich hätte gern so eine Machete, dass ich mich hier einfach durch den Dschungel durchhacken kann. Immer noch nicht genug Maskenenergie. Wie kann ich denn die Energie auffüllen? Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, bald da. Wenn nicht ins irgendwas in die Quere kommt, aber das glaube ich eigentlich nicht. Gehen wir mal hier so lang. Es sind auch wieder ganz viele Dornenbüsche. Einmal darüber, please. Was war da? Da war auch irgendein Viech, das habe ich gehört. Ja, und da ist der See. Cool. Und ihr habt gesagt, Lehm sind so kleine braune Bröckchen. Vielleicht sowas wie das hier. Wo ist denn meine Spitzhacke? Ja, Lehm. Ah, sehr gut. Ich meine, der Weg ist halt auch nicht der nächste. Und wir müssen sowieso auch dann irgendwann anders mal woanders auch noch bauen. Aber das eilt ja jetzt erstmal nicht. Jetzt nehme ich einfach hier mit, was ich kann.
Und dann passt es, denke ich, erstmal. Dann können wir nämlich auch einen Acker bauen. Und was wir halt sonst noch so brauchen, während die Falle dann platziert ist. So, hier muss es doch bestimmt noch mehrere Vorkommen geben. Was bist du? Ich hoffe, da sind keine Krokodile oder so. Gut, dann haben wir auf der anderen Seite auf jeden Fall noch ein Lehmbröckchen. Ich weiß nicht, ob ich da durchschwimmen soll. Vielleicht lieber nicht. Denn ich habe gehört, es gibt ja auch Piranhas. Und ich denke nicht, dass sie jetzt da drinnen sind, aber man weiß ja nicht. Na, davor, please. Wie viel Lehm haben wir denn jetzt? 83. Das sollte erstmal reichen. Hier ist aber auch noch ein Stückele. Das nehmen wir auch mit. Ja, cool. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Lehm. Und ich hätte jetzt gesagt, dass ich erstmal wieder nach Hause düse und dann sehen wir uns gleich wieder. Okidoki, wir sind also wieder in bekannten Gefilden. Und jetzt will ich eigentlich erstmal, dass wir die Falle reparieren. Und dann möchte ich sie eigentlich ganz kurz demontieren. Ja, reparier dich halt schneller. Ach Mensch, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Genau, jetzt haben wir sie wieder im Inventar. Dann kommst du mal wieder auf die 2. So, meine Nüsse muss ich noch mitnehmen. Tay. Und dann habe ich jetzt wieder Maskenenergie. Ja. Und da hinten müsste der Kleine sein. Das heißt, ich möchte ja die Falle dort platzieren, wo das Kleine ist. Also dann vielleicht doch eher dort. Dann packen wir die Nüsse rein. Und sie steht. Okay, dann mache ich mich jetzt vom Acker. Und dann gucken wir mal, ob wir dann Glück haben. Ich muss aber noch eine zweite bauen, weil ich gesehen habe, dass da hinten auf dem Felsen Papageien sind. Und das ist recht cool, weil die kann man sich ja anscheinend auch als Haustier halten und dann sitzen sie einem so auf der Schulter. Gehen wir aber mal zuerst ins Inventar und schauen, was wir jetzt noch bauen könnten. Hier Ackerland. Das hätte ich auf jeden Fall gerne mal gebaut, wenn wir den Lehm schon da haben. Und sonst, glaube ich, haben wir dann tatsächlich alles, was man noch so haben könnte. Ach, da müssen wir jetzt wieder gucken, wo wir das hinpacken. Geht es da daneben? Nee. Ackerland, Ackerland. Hier so vielleicht? Sieht mir aus, als wäre es ein guter Platz. Machen wir. Cool. Und jetzt kann ich... Wähle die gewünschte Nutzpflanzenart für dieses Feld aus. Ich muss mal gucken. Ich hatte doch Samen. Habe ich die noch im Inventar? Ja, Mais. Okay, dann müssen wir hier Mais wählen. Hier ganz unten. Ach so, kann ich nicht alleine machen. Nach Bau einer Kornkammer und Zuteilung eines Betreuers. Also braucht man noch eine Kornkammer. Aber die kann ich noch nicht machen, oder wie? Die ist noch gesperrt. Für die brauche ich Bronzebarren. Okay, dann kann ich da wohl selbst doch nichts machen. Das finde ich ja doof, weil ich habe zum Beispiel noch keine Bronzebarren für die Kornkammer. Also, warum kann ich denn dann schon ein Feld bauen? Naja, gut, okay. Können wir nicht ändern? Wir gucken mal nach der Falle. So, also er dümpelt, glaube ich, noch da hinten rum. Oder ist er in der Falle? Nee, ist er nicht, weil die Falle kaputt ist. Okay, er ist halt dort hinten. Er hat mich gehört, aber noch nicht gesehen. Ich weiß halt nicht, ob er wieder herkommt. Nehme ich sie jetzt ganz kurz nochmal mit? Denn ich will schauen. Was, er hat mich gesehen? Ach nee, das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin doch in der Hocke, du kannst mich nicht sehen. Nein, nein. Du kannst mich nicht sehen. Ich würde aber dich gern sehen. Ach, da hinten düster.
Jetzt steht die Falle wieder. Ich würde aber gern irgendwie Nüsse reintun. Nein, er rennt wieder weg. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Naja gut, ist mir jetzt wurscht. Ich habe jetzt Nüsse reingetan. Irgendwann sollten wir ja dann mal Glück haben und eine fangen. Naja, schauen wir mal schnell. Dann baue ich vielleicht nochmal eine Falle. Und dann gucken wir, ob das mit dem Papagei vielleicht besser funktioniert. So, da ist sie fertig. Die nehmen wir hierher und düsen mal schnell zu den Papageien. Die waren hier auf dem Felsen tatsächlich. Ich habe mir zwar da hinten auch was mit Papagei markiert, aber wenn sie schon so in der Nähe sind, schauen wir doch mal hin. Mal gucken, ob wir irgendwie hochkommen. Kannst du bitte da hochklettern? Genau, hier saßen sie nämlich eigentlich alle. Das ist nur die Frage. Da hinten ist einer gewesen. Der ist genau unter uns gelandet. Nein, jetzt ist er weggeflogen. Scheiße, ich wollte gerade die Falle platzieren. Egal, wir stellen sie einfach mal hier auf. Und was essen denn Papageien? Jawohl. Sehr schön. Dann gucken wir, ob wir Glück haben, zumindest mit dem Papagei. Und dann möchte ich auch ganz kurz mal schnell nochmal in den Tech Tree schauen, was ich mir denn hier noch freischalten kann. Ich habe immer noch nicht Bewusstseinsstärke 15. Das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen ranklotzen, dass wir das hier auch haben. Wisst ihr, was wir machen können? Wir gehen jetzt mal zu dieser mysteriösen Ruine, die hier ist, und schauen, was da so abgeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, erstmal großes Gebäude, sonst nichts weiter zu sehen. Gehen wir einfach mal außen rum und dann werden wir schon sehen, was hier so ist. Okay, hier... oh, da sind ja Leutchens und er hat mich gesehen. Ja, okay, dann komm doch her. Nein, du sollst nicht abhauen. Hallo? Oh, jetzt sind ja schon drei auf mir. Okay. Ach, da ist noch einer. Das ist natürlich blöd. Okay. Und ich liege am Boden. Das ist scheiße. Kann ich mich irgendwie verbinden? Ich nutze derzeit eine Bandage. Okay. Und jetzt liege ich am Boden. Komm, wir verbinden uns einfach weiter. Mal schauen, was passiert. Jetzt liege ich wieder am Boden. Jetzt stehe ich wieder. Okay, sehr schön. Da ist auf jeden Fall auch eine Kiste. Aber jetzt nehmen wir doch erstmal die ganzen Sachen von den Leuten hier. Wir gucken mal, was die so dabei haben. Ich glaube, irgendwer hatte eine Hose. Hier ist ein Feuer, da kann ich aber nichts machen. Und hier ist eine Kiste. Oh, wow. Grobes Leder, Sonnenstein, dann der grüne Kristall. Hier haben wir Kartoffeln, Lehm und Mais. Alles rein da. Was ist hier so? Nix. Dann schauen wir mal hier rein. Was ist hier? Erforderliche Bewusstseinsstärke 5. Oh, ich glaube, es kann sein, dass ich an dem hier schon war. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich hier schon war. Das ist natürlich doof. Naja, macht nichts. Auf jeden Fall können wir hier noch in die Kiste reinschauen. Und ich glaube, das war das letzte Mal hier, als ich langgelaufen bin, um was zu suchen, bin ich hier schon rüber gestolpert. Und wenn ich hier auf E gedrückt habe, dann hat es meine Maske irgendwie repariert. So, mehr kann ich dazu jetzt aber auch nicht sagen. Aber genau, das müsste schon das hier gewesen sein.
Ach Mist. Ja, man sollte nicht alleine so rumstreunern. Wo können wir denn noch hindüsen? Vielleicht noch zu dem anderen See? Das wäre doch auch noch eine Maßnahme. Dass wir da hindüsen und da auch nochmal nach Leben schauen. Und nach, ja, was auch immer uns halt noch so begegnet. Da müssen wir jetzt um den Stein hier rumlaufen. Jetzt gerade im Dschungel war nichts mehr Interessantes. Deswegen habe ich das jetzt ausgeblendet. Und wir müssen einfach nur da lang. Was ist denn hier? Kann man vielleicht auch mal langlaufen und schauen, was da so ist? Einfach weil wir so neugierig sind. Könnte sich ja überall irgendwas verstecken. Okay, bis jetzt. Ah, doch, es ist was Interessantes hier. Ha, die habe ich ja gar nicht gesehen. Hey, lauf doch jetzt nicht weg. Ja, und du? Unglaublich, immer echt. Wo ist denn ihr Teil? Sehe ich nicht. Und wo ist die andere? Hier ist auf jeden Fall deren Lagerfeuer. Dann schauen wir in die Kiste. Nehmen wir natürlich mit. Was gibt's hier? Kann ich da irgendwas ernten? Nee. Möchte ich mir das Lager ganz kurz markieren? So. Okay. Gut, dann haben wir auf jeden Fall ein Lager entdeckt. Und hier ist der eine Behälter. Und einen anderen sehe ich gerade irgendwie nicht. Ah doch, hier. Cool. Dann weiter im Text zu unserer Mission. Was ist... Ach Mann. Ihr seid aber nervige kleine Biester. So, dann verbinden wir uns gleich nochmal. Die Frage, gehen wir links rum oder gehen wir rechts rum? Ich glaube, rechts rum macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Bist du auch wieder so ein... Nee, du bist ein Truthahn. Du bist ein kleines Truthähnchen. Von dir möchte ich nichts. Okay, wieder die Hunde. Wo ist mein F? Achso, ich habe meine Dinger gar nicht. Sag mal. Fuck, du blöder Scheiße. Ja, das ist natürlich wieder belastend. Weil ich meine blöden Schwerter nicht draußen habe. Warum eigentlich? So, ich bin jetzt gleich da. Ich hoffe natürlich, dass dieser blöde Köter da jetzt nicht mehr ist. Wo haben wir es denn? Hier, I und T. Dann schnell verbinden und gleich was zum Essen hinterher. Und da ist er. So, ohne mich aber diesmal. Okay, einwandfrei. Sind wir den auch erstmal los? Und wir haben es auch nicht mehr weit. Dann müsste auch schon das nächste Wasserloch kommen. Oder der nächste See oder Tümpel oder wie auch immer. Und da kann man ihn schon sehen. Haha. Gibt es denn jetzt hier auch Lehm? Sieht mir jetzt irgendwie nicht so aus. Sollen wir mal durchschwimmen? Ist aber auch nichts, ne? Ist ganz schön flach. Ja, schön auf jeden Fall hier. Sehr schön. Dann schauen wir mal da hinten hin. Da hat man nämlich, glaube ich, einen richtig geilen Blick. Klettern wir einmal rauf. Oh ja. Mega, ey.
Wie geil ist das denn bitte? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet hier wohnen. Das wäre es einfach. Genau, und dann haben wir ja jetzt da auch geguckt. Da war jetzt aber auch nichts. Das mit der Aloe Vera habe ich euch schon gesagt. Oh nein, ich dachte, ich kann mich festhalten. Ich möchte jetzt gern da runter zum Strand und ich hoffe, dass es irgendwie geht. Ich kletter jetzt einfach mal runter. Ich finde es eh so witzig, dass sie jetzt an so einer Wand einfach klettern kann. Aber naja. Stellt euch vor, ihr fallt da jetzt runter. Oh Gott. Und sie klettert einfach da so lang. Und jetzt ist sie gefallen. Tja, das war klar. Macht nichts, wir verbinden uns. Und wo kann ich denn jetzt runter am besten? Vielleicht hier? Ah, ich kann fallen und mich festhalten, dann falle ich nicht so weit. So, okay, das hat jetzt hier nicht geklappt. Dann verbinde ich mich nochmal, bevor was ganz Schlimmes passiert. Fallen, halten. Ah ja, okay, jetzt bin ich sowieso unten. Gut, haben wir es geschafft, ohne zu sterben. Sehr schön. Da ist wieder ein Truthähnchen. Dann hätte ich jetzt gemeint, dass wir auf jeden Fall wieder zurückdüsen zum Lagerfeuer und gucken, ob wir jetzt schon was gefangen haben. Und da haben wir es, unser schönes kleines Zuhause, perfekt zum Sonnenuntergang. Dann lasst uns jetzt ganz kurz nachschauen, ob sich was in den Fallen befindet, bevor es dann tatsächlich komplett dunkel wird. Und vielleicht haben wir ja jetzt endlich mal Glück gehabt. Ich weiß auch nicht. Wenn nicht, dann mache ich wahrscheinlich definitiv irgendwas falsch. So, dann kletter doch mal darauf, gute Frau. Da sitzt auf jeden Fall einer, guckt. Ist da irgendein... Ich glaube, da ist was drin. Wartet mal kurz. Hä? Da sind drei Papageien, wie kann ich die jetzt nehmen? Nee, einer ist drin. Ja, und wie? Hier, jagen. Was heißt jagen? Ah, ich habe ihn also in der Hand. Okay, und jetzt hat... Was mache ich hier jetzt mit dem? Süß. Absetzen. Nee, wisst ihr was? Den nehme ich jetzt mit ins Haus und setze ihn, wenn dann, da ab, weil dann kann er mir nicht entkommen. Wobei, ich habe, glaube ich, offene Fenster. Ja, okay. Egal, wir gucken jetzt mal kurz, ob irgendwas passiert, wenn ich ihn dann absetze. Na los. Lasst mich rein. Ich habe eine Mission. Okay, R absetzen. Ach so, der gehört jetzt schon mir. Ah ja, cool. Na dann, was kann ich denn mit dir alles machen? Schulter platzieren. Ach, und er redet sogar. Wer ist da? Gra, wer ist da? Ach, geil. Okay, Leute, wir haben einen Papageien gefangen. Das finde ich sehr nice. Super. Wie nennen wir denn unseren Papageien? Schreibt mir bitte mal einen Namen in die Kommentare, dann können wir wieder auslosen. Und bevor wir jetzt aber den Part beenden, muss ich natürlich auch nochmal nach unserem Truthahn schauen. Ob der jetzt auch mal in die Falle ist. Nee, ist er natürlich nicht. Ach Mann, reparieren. Also dieser Truthahn, der ärgert mich voll ganz schön. Naja, Leute, wir haben einen süßen Papageien gefangen. Wir brauchen natürlich noch einen Namen für ihn. Und dann würde ich den Part an der Stelle aber auch beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Part. Habt ihr auch schon den Papageien gefangen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß, dass es zum Beispiel auch noch Affen gibt und so und Lamas. Aber da müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Also Leute, bis dann und bye bye.